Sam Kocher heißt es heute aus dem Bierlokal in Dornbirn. Michael und Daniel werden uns heute ein Gericht passend zum Herbst kredenzen. Was genau, das verraten sie uns jetzt am besten selbst. Also wir machen heute Kürbisspätzle mit marinierten Gartenkräutern, mit Trockentomaten und Kernen. Genau, wir würden jetzt anfangen mit dem Kürbis. Püree. Dann würde ich sagen, eure Küche, los geht's. Danke. Wir schneiden jetzt erstmal den Kürbis da in die Hälfte. Was ist das genau für ein Kürbis? Das ist ein Hokkaido-Kürbis. Der ist sehr gut zum Kochen, für ebenso wie heute für ein Püree zum Beispiel, da man die Schale auch gut mitessen kann und mitpürieren kann. Das ist eben speziell beim Hokkaido-Kürbis. Dafür entkernen wir jetzt erstmal den Kürbis, dass wir das ganze Zeug nicht im Püree haben. Ich könnte aber auch jeden anderen Kürbis nehmen. Ja, natürlich. Ja, man kann. Natürlich. Hokkaido eignet sich am besten, weil der hat ein eher festes Fleisch, also beziehungsweise ein festes Dings. Und erstens kann man die Schale mitessen, oder ist natürlich von Vorteil, oder? So. Kürbis schälen ist nämlich keine einfache Sache. Nein. Das weiß jeder, der es schon mal probiert hat. Also wirklich viel Arbeit, da bietet sich das natürlich an. So, jetzt haben wir gleich den Kürbis entkernt. So, ganz kurz noch. Es hängt da hinten ein bisschen. Spätzle ist ja ein Klassiker in Vorarlberg, oder? Mit Kürbis kann man es wirklich für die Jahreszeit anpassen. Ja, genau, ist schon natürlich ein Klassiker. Und jetzt natürlich passend zur Saison kann man das natürlich perfekt kombinieren. So. Dann schneiden wir jetzt hier noch kurz die Enden weg. Ich mache es am liebsten immer, wenn man schon halbiert hat, dann hat man hier eine gerade Fläche und es kann nicht gut wegrutschen. So. Dazu. So, als nächstes schneiden wir diesen in Würfel, dass man den nach ca. 15 Minuten später noch kochen kann. Dass er schön weich, dass er schön weich wird und man ihn dann pürieren kann. Er wird also gekocht? Genau, also man kann im Salzwasser kochen. Wir entscheiden uns heute für, dass man ihn in den Ofen schieben bei Dampf. Okay. Und wichtig ist noch, dass man ausdämpfen. Da schalten wir um auf Hitze. Bei 80 Grad lassen wir nochmal 5 Minuten ausdämpfen, dass einfach die Hitze, dass einfach der Kürbis noch Wasser verliert, oder? Und dass wir dann einfach ein schön festes Püree haben. Dass wir, wenn wir noch die Spätzle machen, dass uns das nicht zu flüssig wird und alles. Und das kann man daheim einfach im Backrohr, das Backrohr auf 80 Grad einschalten, Backpapier, und dann kann man dort genauso im Salzwasser. Das funktioniert auch ohne Dampfgabe. Genau. Okay. Da kann man im Salzwasser kochen und dann einfach im Backrohr trocknen lassen. Bei 80 Grad. Da geht es einfach nur, dass der Kürbis noch Wasser verliert. Und so, haben wir das jetzt auch gleich. Daniel, du hast in diesem Jahr deine Lehre fertig gemacht, sozusagen. Du warst, glaube ich, in der Gast, oder? Hast die Ausbildung gemacht? Genau. Hast du die Ausbildung auch hier im Bierlokal gemacht? Genau, ja, die Ausbildung habe ich, wie gesagt, eben hier im Bierlokal gemacht, mit Hilfe der Gast. Ups. Da hatten wir eben zuerst 2 Jahre Schule. Und danach haben wir uns in einen Lehrbetrieb, oder sind wir in einen Lehrbetrieb gegangen. Und ich habe mich damals eben für das Bierlokal entschieden. Und nicht bereut. Du bist Nein, immer noch bereut hier. Habe ich es nicht. So. Wie vorhin gesagt, schieben wir jetzt eben den Kürbis bei Dampf auf ca. 15 Minuten lang. So, damit wir nachher das Püree machen können. Ja, wir machen jetzt als nächstes den Spätzleteig. Für das nehmen wir 500 Gramm griffiges Mehl. Du sagst jetzt 500 Gramm, also für wie viele Personen? Also für fünf Personen ist das jetzt. Okay. Also Pi mal Daumen 100 Gramm pro Person. Ja, genau. Das kann man gut. So, dann kommen da 6 Eier dazu. Mhm.
Ein Spätzle-Rezept sollte ja jeder Vorarlberger kennen, oder? Gibt es hier aber etwas Besonderes, das man beachten muss, damit die Spätzle nicht zu weich werden bzw. nicht zu hart? Also man muss auf die Konsistenz auf jeden Fall achten. Dann sollte man schauen, dass er eigentlich ein glatter Teig ist. Und danach, also die Konsistenz ist eigentlich das Wichtige. Sie sollten nicht zu flüssig sein, dass sie gleich durch den Spätzle durchgehen. Sie sollten auch nicht zart sein, dass man sich fast die Hand weghobelt oder vom Luther Spätzle. Aber das lernt man schon von klein auf und eigentlich mittlerweile nach 10 Jahren Erfahrung kann man das schon fast im Schlaf. Sollte das funktionieren. Ja. Wie viele Eier hast du jetzt reingegeben? 6 Stück Eier habe ich jetzt da dazu. Da. Dann tun wir gleich eine Prise Salz dazu. Das Wasser werden wir auch gleich salzen, dass man da überall einen Geschmack kriegt. Dann werden wir da 250 Gramm fertiges Kürbispüree dazu tun. Das haben wir vorher schon hergestellt. Also das habt ihr im Vorfeld schon hergestellt, wir haben es jetzt aber bei dir gesehen. Also der Kürbis wird geschnitten, kommt 15 Minuten ins Rohr, genau, in diesem genau. Fall mit Wasserdampf, ja. Anschließend austrocknen. Ja genau, ausdämpfen, 5 Minuten und dann wird der im Thermomix einfach ganz glatt gemixt. Ein bisschen Sahne tun wir auch noch dazu. Sahne tun wir dazu, ein Salz tun wir dazu, einen Teelöffel Honig und dann ist eigentlich schon erledigt. Okay, und diese Masse kommt dann einfach... Genau, die tun wir dann einfach da unter die Spätzlemasche rühren. Da werden wir noch eine kleine Muskatine reiben. So, dann tun wir noch einen Schluck Wasser, dass die Konsistenz gut passt. Dann werden wir das Ganze... schön verrühren und zu einem glatten Teig. Am besten mit den Händen? Genau, natürlich, weil du einfach das Gefühl hast, dass du einfach weißt, die Konsistenz passt. Und dann kann man immer noch sagen, ah ja. Die Farbe ist natürlich auch mega, oder? Vom Kürbis. Natürlich, aber das finde ich natürlich auch immer so schön, dass du einfach so die knallgelben Spätzle hast vom Kürbis. Was noch auf dem Teller natürlich, wir werden auf einem weißen Teller anrichten. Der Kontrast ist natürlich noch richtig schön, richtig schön. Könnte man hier zum Beispiel im Frühling auch dasselbe mit Bärlauch machen zum Beispiel? Natürlich, oder? Natürlich. Da wird einfach statt dem Kürbispüree wird einfach ein Teil vom Bärlauchpesto oder frischer Bärlauch natürlich eingerieben. Also ruhig mal ein bisschen experimentieren mit diesen klassischen Spätzle. Ja genau, das, also Spätzle ist sehr vielfältig. Wie bist du eigentlich zu diesem Beruf gekommen, Michael? Ja. War es für dich immer schon klar, dass du Koch werden möchtest? Ja, ich habe eigentlich schon immer Spaß gehabt, gerade für Familie zum Kochen. Daheim mit der Familie zusammenhocken, am großen Tisch. Man kocht, man isst alles zusammen. Also das Gesellige, das Gemütliche, das taugt mir am meisten. Ich mag so am liebsten, wenn einfach 3 große Schüsseln am Tisch stehen und jeder kann schöpfen und dann ist gleich eine Kommunikation da. Jeder spricht miteinander, jeder redet, oder? Das finde ich eigentlich das Schönste an dem Beruf. Du hast selber eine Lehre gemacht. Genau, ja. Kochlehre und mittlerweile bist du Chefkoch hier im Bierlokal. Also man kann durchaus auch was werden, oder? Mit dieser Ausbildung. Natürlich. Also ich sage, also Lehre ist überhaupt nichts Verwerfliches oder so. Man macht eigentlich 3 Jahre Ausbildung. Man lernt in den 3 Jahren eigentlich viel. Also die Basics lernt man dort und dann geht man eigentlich weiter und schaut sich alle Sachen klar und finde ich eigentlich ziemlich gut. So, also das Wasser kocht, Salz haben wir und jetzt tun wir da anfangen, die Spätzle zu schaben. Gibt es jetzt hier einen speziellen Trick? Bei dir schaut das sehr professionell aus, ja, also wenn du das mit der Hand machst. Ja genau, wir tun immer mit dem Handrücken, oder? Weil dort hast du einfach die meiste Kraft und kannst so schön die Spätzle reindrucken. Und dann hat man einfach schöne Knöpfle, wie man bei uns Vorarlberg sieht. Es gibt ja schon zahlreiche Behelfsmittel, oder, zum Spätzle machen. Natürlich, aber am besten geht es in dem Fall mit der Hand. Genau, das ist einfach Handarbeit, was so viel in dem Beruf ist. Immer dazwischen einmal umrühren, dass man keine Klümple drin hat. Ganz wichtig. Und dann mit Vor-Zurück-Bewegungen einfach schön die Spätzle. Du könntest mir schnell eine 7 noch holen, Daniel. Ja.
müssen ja nur ganz kurz drinnen sein. Genau, ja. Die werden wir aber nur kurz aufkochen lassen und dann werden wir sie gleich aus dem Sieb nehmen. In der Gast hast du ja auch den Service kennengelernt, oder? Und genau, ja. Tourismus generell, aber willst du hier beim Koch bleiben? Ist das das, was dir am besten gefällt? Genau, ja, in der Schule habe ich auch gefunden, also am Anfang war ich mir nicht ganz sicher, was ich will, Koch oder Service oder vielleicht sogar Rezeption. Aber nachdem ich in der Schule schon gelernt habe, wie ich einfach am besten so koche und dann, wo ich dahinter auch Praktikums gemacht, aber wo ich davor Praktikum gemacht habe, habe ich gemerkt, ich will Koch wäre. Ich will für deinen Beruf einfach Koch gefällt mir, Koch will ich wäre. Mhm. Und dann ist aber die Lehrzeit gekommen und dort habe ich dann mein Wissen aber noch vertiefen können dahinter und dass ich einfach ausbilde, wie schon gesehen, zum Koch. Mhm. Das ist einfach sozusagen dein Traumberuf gefunden. Ja, genau. Ja. Schön. Genau, ja. Du hast jetzt einfach nur kurz aufkochen lassen und dann werden die Spätzle durch ein Sieb, also abgeschreckt. Mhm. Und jetzt werden wir 20 Gramm Butter in der Pfanne erhitzen. Werden sie noch mal kurz angebraten? Genau, sie werden kurz abgeschwenkt, dann werden wir noch ein Klei vom Kürbispüree dazu tun. Also ein guter Esslöffel würde ich jetzt sagen. In der Zwischenzeit, wo die Kürbis jetzt auch noch kocht, haben wir uns da noch ein paar Kürbiskerne vorbereitet. Die rösten wir jetzt nachher noch kurz an. Mhm. Die Kürbiskerne sind das Topping, kommen die einfach oben drauf? Genau, oder? Ja, dass wir einen kleinen Crunch haben. Mhm. Wir werden noch eine Handvoll Trockentomaten reinhauen, dass wir gleich die Säure haben von der Tomate und die Süße. Mhm. Dann werden wir noch ein Wildkräuter marinieren mit ein paar Tropfen Kürbiskernöl. Also der Kürbis spiegelt sich eigentlich im ganzen Gericht wieder, oder? Mhm. Von Anfang bis Ende. So. Und die Kerne einfach ohne Öl, ohne genau. In die heiße Pfanne geben. Genau, ja. Ein bisschen Salz dazu, dass der kleinen Geschmack noch kriegt, oder dass der Geschmack einfach ein bisschen mehr rauskommt. Mhm. Und dann tun wir es einfach rösten auf hoher Hitze, dass sie schön knusprig werden, ein bisschen goldbraune Farbe noch kriegen. Genau. Auf jeden Fall dabei stehen bleiben, oder? Und immer wieder schwenken, damit sie nicht anbraten. Genau, dass sie nicht verbrennen. Mhm. Ah, hier kommt jetzt noch mal. Genau, da kommt noch ein Schöpfer Kürbispüree durch. Und mit dem ziehen wir eigentlich eine Soße. Und dann werden wir eigentlich nur noch einen Schluck geschlagene Sahne unterheben und dann haben wir eigentlich tipptopp Kürbisspätzle. Ein feines vegetarisches Gericht. Ich könnte diese Kürbisspätzle aber wahrscheinlich auch als Beilage verwenden, oder? Wenn ich ein Fleisch dazu verwende. Natürlich, ja. Ist natürlich gerade jetzt Wildzeit, passt natürlich ganz gut, oder? Zu einem Rinder, zu einem Rehrücker oder zu einem Hirsch oder Rehragout natürlich, oder? So, dann kommt da gehöriger Spritzer schlagene Sahne dazu. Dann einfach ohne diese Soße, also ohne Sahne und nochmal Kürbispüree, einfach die Spätzle als Beilage servieren, funktioniert auch. Und jetzt sieht man schon, dass man schon eine cremige Konsistenz haben. Das ist eigentlich so das, die Soße von der Kürbisspätzle, so, dass man einfach der pure Kürbisgeschmack hat. Mhm. So, die Kürbiskerne, die haben eh schon gefahren. Genau. Dann werden wir da einfach eine Handvoll Kürbis, Trockentomaten dazu hauen. Ein kleines Öl, dass die Kürbiskerne keinen Glanz kriegen. Mhm. Hast du jetzt Spätzle sonst gar nicht mehr gewürzt? Also ich habe gesehen, Muskatnuss war dabei. Also wir haben die Spätzle gewürzt, Wasser ist gewürzt und das Püree ist eigentlich auch schon gewürzt. Also von dem her das heißt, ich muss eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Natürlich, wir werden natürlich noch abschmecken und probieren, aber es müsste eigentlich passen. Dann kannst du noch die Wildkräuter marinieren dahinter. Als Topping haben wir auch noch ein paar Wildkräuter vorbereitet und natürlich auch noch ein bisschen Zupfsalat. So. So. Dann marinieren wir einfach noch kurz mit ein bisschen Olivenöl, Kürbiskerne, Entschuldigung. So. Einfach ein bisschen drüber. Und ein bisschen Prise Salz. So.
einfach schön marinierte Kräuter und Suppsalat und für nahe dann als Topping noch. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon ans Anrichten. Mhm. Wir tun einfach schon einen Schöpfer Kürbisspätzle unter rein. Ein wahnsinnig schnelles Gericht. Dann kommen die marinierten Wildkräuter, Gartenkräuter oben drauf. Das gibt dem ganzen Gericht einfach eine Frische. Und dann als Topping. Eine schöne Farbkombination. Genau. Und dann haben wir als Topping noch die gerösteten Kürbiskerne. Dann tun wir da noch ein kleines Deko. Dann haben wir eine kleine Erbsenkresse. So. Zack. Und das war's schon. Eine mega Farbkombination, ein passendes Gericht für den Herbst. Wenn ihr das nachkochen wollt, dann holt euch das Rezept auf www.zem.at. Das war sie, die letzte Folge der aktuellen Staffel Zem Kocher, präsentiert von Vorarlberg ist. Alle Sendungen könnt ihr übrigens online nochmals nachschauen im Ländle TV YouTube-Channel. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen und Mahlzeit. Und wir probieren die Zone, oder? Auf jeden Fall, ja. Danke. Okay.